Judith Arnold. Ich habe auf dich gewartet. Von Ungarisch auf Deutsch umgewandelt bei TIKB mit Windows 11 Katja, deutscher TTS Engine. In einer staubigen amerikanischen Kleinstadt trifft Dina in den Ferien eine ehemalige Schulfreundin und verliebt sich in sie. Kapitel 1. 1. Der angespannte Ausdruck, der Dinas Blick bei ihrem letzten Treffen aufgefallen war, verschwand aus seinem Gesicht. Er sah jetzt viel dünner aus als in der Schule, als er ein Spitzensportler war, oder später im College, als er auf einen Heisman-Award hoffnungsvoll war. Hast du diesen großartigen Geigenspieler gesehen? Dies ist jedoch unwahrscheinlich. Dina schob ihre Hände in die Taschen ihres weißen Leinenrocks und ließ den Blick durch den holzgetäfelten Raum schweifen. Die beiden riesigen Fenster blickten auf den Parkplatz. Verglichen mit der Tatsache, dass es ein Donnerstagabend war, war die Bar überraschend voll. Drei Leute spielten Billard, und an einem der Tische saßen zwei junge Frauen. Auf Drängen ihres Vaters beschloss Dina Jarvis, das Haus ihrer Eltern zu besuchen. Es ist schwer, nicht wahr? Aber jetzt bist du offensichtlich darüber hinweg, antwortete Dina beinahe neidisch. Bei mir hat es auch 7 Jahre gedauert, und du bist zum ersten Mal seit seinem Tod hier. In Roy Jarvis Stimme klang weder Missbilligung noch Vorwurf. Dina ist bereits am Nachmittag angekommen, und seitdem hat das heimelige, aber etwas heruntergekommene Interieur mit einem bescheidenen Äußeren, einer mit zerbrochenen Gipsblumen geschmückten Fassade, keinen Platz gefunden. Er verweilte lange im Hof, atmete die saubere Landluft ein, streichelte die knorrigen Stämme der alten Mandel- und Pflaumenbäume, jätete im kleinen Gemüsegarten Unkraut und prüfte, ob die Samen im Teller mit verwelkten Sonnenblumen reif waren. Warum gehst du nicht kurz aus dem Haus? Ich bin gerade angekommen, antwortete Dina nicht sehr überzeugend. Roy ignorierte die Einwände seiner Tochter. Dina wollte den alten Mann nicht direkt nach ihrer Ankunft allein lassen, aber sie brauchte wirklich etwas Einsamkeit, um New York zu vergessen. Warum gehst du nicht auf einen Drink in Tom Hilliards Bar vorbei? Ich komme gerne, wenn du mitkommst, erwiderte Dina. Aber sein Vater schüttelte den Kopf. Woher? Dina fuhr mit ihrem Mietwagen direkt vom Flughafen zum Baumarkt ihres Vaters und blieb dort mit Roy und den beiden Angestellten Tso und Sten bis Ladenschluss. Ich muss noch etwas Papierkram erledigen, erklärte sein Vater. Papierkram. Als Dina sich nach Ferry erkündigte, murmelte Roy eine unverständliche Antwort vor sich hin und lenkte das Gespräch dann schnell um. Was könnte passiert sein? Stern. Dina stand immer noch am Eingang der Bar und beobachtete, wie Tom Hilliard seine Gäste bediente. Kann ich etwas mitbringen? Ich möchte einen Öli, antwortete das Mädchen. Die kleine Statur, der flinke Kellner. Sieht so aus, als würde Tom Hilliard an der Reihe sein. Bescheidenheit konnte man Tom wirklich nicht vorwerfen, aber an mangelndem Selbstbewusstsein litt er auch nicht. Obwohl er schon als Student als gut aussehend galt, fand Dina ihn jetzt viel attraktiver. Hilliard öffnete eine Flasche Bier und der Kellner. Ist es nicht Dina Jarvis? Sie erwiderte sein Lächeln und machte sich auf den Weg zur Bar. Schlängelte sich zwischen den Tischen hindurch. Hallo Dina. Das Mädchen war gerührt von dem freundlichen Empfang. Du siehst auch gut aus, sagte er.
Du bist schon lange zu Hause, lachte Hilliard ihn aus. Was meinst du, Tom? Jetzt konnte man jedoch sehen, dass er leicht vornübergebeugt war und sein linkes Bein leicht nachzog. Das Mädchen erinnerte sich noch genau an den Tag und das Spiel, an dem sich der Unfall ereignete. Selbst als sie in San Francisco an der University of Berkeley Jura studierte, überflog Dina gelegentlich den Sportteil der Sonntagszeitung, um zu sehen, wie die vorherige Z. Nach den Abschlussprüfungen wurde Tom vom Team der Chicago Bears unter Vertrag genommen. Fasziniert hörte er zu, wie der Reporter von der neuen Hoffnung des American Football schwärmte. Dann weitete sich der Blickwinkel des Rekorders und zeigte die Spieler der Chicago Bears, die die Szene geschockt beobachteten. Roy schickte Dina Zeitungsausschnitte über den Unfall. Und jetzt steht er hier in seiner Bar ohne Krücken oder Stock und rennt unermüdlich. Sag es mir, Dina. Es ist dreckig und voller Menschen, antwortete Dina. Ist das wirklich der Grund? Wissen Sie etwas Besseres? Hilliard starrte Dina an. Soweit ich weiß, waren Großstädte schon immer dreckig und überfüllt. Ja, irgendwo in Südkalifornien, im Haus seiner Schwester. Bei meiner Tante Martha in Richmond, stellte Dina klar und hoffte, Tom nicht bemerken zu lassen, wie überrascht er von ihrem Wissen war. Der Mann beobachtete sie interessiert. Dein Vater ist sehr stolz auf dich, bemerkte er friedlich. Wirklich? Keine Balken, nur meine, korrigierte Tom. Ich habe nichts gegen deine Bar, Tom, aber Papa sollte irgendwo hingehen, wo er Frauen treffen kann. Wen könntest du bei Wheeler treffen? Wirklich, wie geht es ihrer Frau? Der Mann lachte. Oh, Tom, es tut mir so leid. Tom zuckte mit den Schultern. Es tut mir leid, wiederholte Dina. Tom grinste. Tom. Die Pflicht ruft, Tom bedauerte flüsternd und verschwand. Er ist also geschieden, dachte Dina. Dina lebte 4 Jahre mit Bob zusammen, und ihre Trennung fühlte sich oft wie eine Scheidung an. Tom war sehr engagiert bei seinen Gästen. Dina fragte sich, ob die Wheeler Frauen immer noch so auf ihn standen oder ob er doch einsam war. Was ist mit Faye Hinkle passiert? Ein Fragezeichen. Dina antwortete nicht, schüttelte nur verwirrt den Kopf. Wie lange bleibst du in der Stadt? Ich glaube, ich habe es schon gesagt. Das Leben in der Großstadt muss verschwenderisch sein, bemerkte der Mann sarkastisch. Dina lächelte hier ablassend. Ich fühlte mich, als würde ich ersticken. Die Reisfelder in der Umgebung werden bald abgebrannt. Immer noch besser als die New Yorker U-Bahn zur Hauptverkehrszeit. Dann bist du wegen deinem Vater nicht nach Hause gekommen. Was meinst du? Tom sah sie lange an, dann begann er, eine Packung Brezeln zu öffnen. Nein, schon gut, Dina. Vielleicht bleibe ich wirklich. Dina versuchte, Toms seltsamen Blick zu entziffern. Obwohl sie 3000 Meilen voneinander entfernt waren, hatten sie nie Geheimnisse voreinander. Dina berichtete regelmäßig über die Fälle, in denen sie den Fall gewann, sowie die Fälle, in denen sie ihn verlor. Dein Vater ist sehr einsam, sagte Tom, und da er das Gefühl hatte, dass Dina nicht so viel vorhatte, fuhr er fort. Wer von uns ist das nicht? Ich wollte nur sagen, wie gut es ist, dich wieder zu haben, bemerkte Tom vorsichtig.
Ich bleibe nicht für immer in Vela, antwortete Dina. Schön für dich. Tams Situation ist grundlegend anders als meine, sagte sich Dina. Magst du dieses Landleben nicht? Hey, was denkst du? Sagen sie nur nicht, dass sie Mitglied des Rotary Clubs sind. Hilliard lachte und schüttelte den Kopf. Sie haben mich wirklich gebeten, einzutreten, aber bis jetzt habe ich Nein gesagt. Dina war bereits aus der Pubertät heraus, aber sie war sich sicher, dass sie es in dieser staubigen Kleinstadt nicht lange aushalten würde. Tom hätte sich vielleicht mit seinem Schicksal abgefunden, aber Dina konnte sich nicht vorstellen, hier zu leben. So hat er es zumindest geplant. Kapitel 2. An der Bar ist nichts Außergewöhnliches passiert. Sie sah wirklich gut aus. Hilliard hatte Mitleid mit ihm, aber er konnte nicht anders. Er war noch nie gut im Lügen gewesen. Er schob die Kassenschublade auf und kehrte zum Nebenschalter zurück. In New York werden sich bestimmt viele nach Dina umdrehen, weil ihr das Kleid so gut steht, ihre Figur makellos ist, ihre Beine schlank sind, ist sie schön. Hilliard hätte gern mit Jarvis, Tochter über New York City gesprochen. Wirklich so ein Monster. Dina knackte gerade ein paar Erdnüsse und ihre Hände hielten vor Staunen in der Luft inne. Was? Nun, New York. Dina lachte. Es stinkt wirklich in der U-Bahn, Dina beantwortet ihre Frage. Ist es wirklich so gefährlich? Dina nahm eine Erdnuss aus der Schüssel und drehte sie auf der Theke. Für eine Frau wie mich, die nur 54 Kilo wiegt, ist es nicht ratsam, alleine zu gehen. Ich dachte, du redest nur von der U-Bahn. Ja, darüber auch. Tom nickte. So sehr ein Monster. Ja, bisher hatte ich Glück, sagte Dina. Du lieber Himmel. Wir verschwenden unsere Zeit nicht mit Taschendieben. Bitte schön. Diese Figur öffnete immer wieder den Schlitz seiner Hose. Vermutlich war es sowieso da. Sie sind alle hingebungsvoll, stimmte Dina traurig zu. Natürlich. Es ging um eine Frau, die ihr Kind verkauft hat. Und sie haben seine Schuld bewiesen. Nein. Tom konnte sehen, dass die jüngsten Ereignisse ihren Tribut von ihr gefordert hatten, also versuchte er, ihre Gedanken abzulenken. Es muss schöne Dinge in New York geben, sagte er. Dina lachte bitter. Natürlich. Das ist mehr, als man von Vela sagen kann, scherzte Tom, als sie ihr Bier austrank. Nein, danke. Du bist mein Gast, sagte er, ohne sich selbst zu widersprechen. Danke, Tom. Da ist wirklich nichts, murmelte Hilliard vor sich hin. Übrigens, ich hätte nie gedacht, dass du eines Tages Gastwirt werden würdest, Tom bemerkte Dina. Er konnte sich vorstellen, was ihr durch den Kopf ging. Dina rutschte von dem hohen Barhocker. Wie lange wollen Sie in der Stadt bleiben? So lange wie nötig, antwortete sie unsicher. Tom folgte ihr mit seinem Blick. Hilliard hätte nichts dagegen gehabt, zu bleiben. Stern. Am östlichen Horizont konnte man vage die Bergkette ausmachen, wo kurvenreiche Serpentinen durch Felslandschaften und Kiefernwälder führten. Wenn Fei Hinkel nicht aus der Stadt gezogen ist, lebt sie wahrscheinlich immer noch in der Palmer Street. Er hat es heute Morgen endlich ins Büro geschafft. Der winzige,
Fensterloser Raum war vollgestopft mit klobigen Aktenschränken und einem alten, mit Metall verkleideten Schreibtisch. Dina betrachtete die Tatsache, dass der Baumarkt Jarvis immer noch eine Maschine aus der Zeit vor der Flut verwendet, um die Buchhaltung zu führen, als Beweis für ein schlechtes Geschäft. Dina war es peinlich, die Papiere ihres Vaters zu durchwühlen. Als er ein paar Aushänge durchging, darunter sein Gas- und Elektrowerk und seine Telefongesellschaft, schüttelte er nur den Kopf. Ich weiß nicht, was dein Vater sagen würde, wenn er wüsste, dass du hierher gekommen bist. Oh, du bist's so. Ich habe wirklich keine Ahnung, antwortete der Mann und kratzte sich nervös an seinem kahlen Kopf. Er ist mit einem der Kunden zum Mittagessen ausgegangen, bemerkte Dina. Ja, mehrmals. Und? Danach lächelte er immer und behauptete, dass sie einverstanden seien. Ich verstehe nicht ganz, sagte Dina vorsichtig. Tso zuckte mit den Schultern. Ich habe damit nichts zu tun, Dina. Aber wie viel hat es damit zu tun? Glaubst du, ich weiß es nicht. Doppelt so viel. Ich kenne den genauen Grund nicht. Dina biss sich auf die Lippe. Also gut. Dina fuhr den Trakt des Ladens langsam und vorsichtig, denn er war sowohl höher als auch breiter als ein Auto. Ich bin gleich wieder da drinnen, war eine weibliche Stimme zu hören. Ja, ich bin es, antwortete das Mädchen und sah die sympathische Frau mittleren Alters an. Mir geht es gut. Wessen Kind ist mit all diesen Dingen glücklich? Sherry Olcott, gib Sherry Mullins kleiner Junge. Dina erinnerte sich noch vage an Sherry Mullin. Er versuchte, seine Trauer zu ignorieren und folgte Faye in die Küche, wo ein sommersprossiger kleiner Junge am Tisch saß und eine Banane kaute. David Olcott, Dina Jarvis, Faye stellte sie einander mit scherzhafter Frühreife vor. Dina unterdrückte ihr Lachen, um die Kleine nicht zu ermutigen, noch mehr Unfug mit ihr zu treiben, dann wandte sie sich ernsthaft der Frau zu. Faye. So viel du willst, erwiderte Faye. Nein, danke. Faye runzelte die Stirn. Was hat dein Vater dir gesagt? Nichts, gab Dina zu. Hat er das wirklich getan? Irgendwie war Dina von den schlechten Nachrichten nicht entsetzt. Können Sie mir etwas Genaueres sagen? Faye ging zum Waschbecken, um einen Schwamm zu holen. Das würde sicherlich mehr als ein paar Minuten dauern, warnte er das Mädchen und wischte die Bananenflecken von der Plastiktischplatte. Soll ich ein anderes Mal wiederkommen, wenn Sie besser darin sind? Ich werde es nie verstehen, antwortete Faye lachend. Dina setzte sich neben Faye auf die Verandastufen, von wo aus sie sehen konnten, wie sie eifrig die Straße auf und ab fuhr. Wann begannen die Probleme mit dem Geschäft? Als ich noch dort gearbeitet habe, gab Faye zu. Dina verstand, dass dies Faye verletzte, weil sie nur helfen wollte. Das Problem wurde durch die Tatsache verschärft, dass einige Bauern in der Gegend finanzielle Probleme hatten, fuhr die Frau fort. Warum hat er dich gefeuert? Nein. Ich weiß, Faye. Daniel bog zu scharf ab und fiel auf den Kopf. Ich kann nicht sagen, dass dieser Job viel einfacher ist als der, den ich für deinen Vater gemacht habe, bemerkte die Frau, als sie Daniel wieder auf sein Fahrrad setzte, aber zumindest habe ich hier etwas Anerkennung. Stern. Wenn ich früh genug vor der Morgenhitze joggen gehe,
Schaffe ich vielleicht eine Meile in 9 Minuten, überlegte Tom. Das Laufen am Nachmittag ist wegen der Hitze zwar unangenehm, aber wenigstens trifft man dann keine anderen Jogger, die man grüßen muss und die ohne besondere Anstrengung an einem vorbeiziehen. Fahren Sie an diesem geschäftigen Nachmittag alleine über die Gleise. Es war fast 2:30. Der Mann strich sich das verschwitzte Haar aus der Stirn und fixierte den sandigen Boden. Roy Jarvis kam meistens freitagabends in die Bar. Als er aufblickte, hat er dich um die Ecke gesehen. Er keuchte, sein Gesicht war verzerrt, aber er schaffte es, die Lokomotive zu schlagen. Hätte er sich nicht darauf konzentriert, das Gleichgewicht zu halten, wäre ihm sofort klar geworden, dass das Bein einer Frau gehörte. Dina Jarvis erhob sich aus dem Schatten des Baumes. Was machst du hier? Mich? Auf keinen Fall. Warum läufst du dann gerade? Weil. Sag es niemandem. Was? Wie leid es dir tut, was mit meinem Bein passiert ist. An so etwas habe ich nie gedacht. Es klang so richtig, dass Tom ihm glaubte. Was wollten Sie sagen? Dass Sie wirklich bewundernswert sind. Das hättest du auch nicht sagen sollen, antwortete Tom unverblümt und merkte sofort, dass es ziemlich beleidigend klang. Sie sah ihn fest an. Seien Sie nicht so empfindlich. Der Mann quittierte die Kritik mit einem kurzen Nicken. In Ordnung. Dina war mindestens 15 Zentimeter kleiner als Tom, also musste sie zu ihm aufschauen. Ich habe keine Ahnung, gab er zu. Tom glaubte ihm nicht. Läufst du auch tagsüber zu Hause? Du meinst in New York? Wirklich? Ich war dort nicht so stark belastet, antwortete das Mädchen. Tom hatte nicht mit solch einem beinahe Geständnis gerechnet. Hilliard hätte ihr lieber versichert, dass sie sich ihm anvertrauen könne, was auch immer ihr Geheimnis sei, und dass er niemals in ihre Privatangelegenheiten eindringen würde. Ich laufe besser weiter, bevor ich einroste, bemerkte er. Laufen Sie schnell. Schnell. Im Vergleich zu mir. In jedem anderen Fall hätte Tom die Gesellschaft gemieden und seine Reise unter irgendeinem Vorwand in die andere Richtung fortgesetzt. Backslash. Dina schenkte ihm ein flüchtiges, unsicheres Lächeln und ging dann neben ihm auf der staubigen Straße. Eine Weile sprach keiner von ihnen. Sie wussten es, nicht wahr? Tom blickte auf ihn hinunter. Was? Dass das Geschäft meines Vaters kurz vor dem Bankrott steht. Ja, genau. Wie hast du das herausgefunden? Strich. Riesig. Ich bin Barkeeper. Es ist nur natürlich. Dina. Ich bin ihre Tochter, aber ich muss von Ferry Hinkel und Zo Dunbar wissen, was für Schwierigkeiten sie haben. Vielleicht, weil du seine Tochter bist, bemerkte Tom beruhigend. Dina atmete abgehakt. Kapitel 3. Dina hätte nicht gedacht, dass er sich gehen lassen würde. Selbst in Krisenzeiten ist sie nie zusammengebrochen. Schon vor Bob wirkte das Mädchen immer stark und ruhig. Tom ist kein enger Freund, nicht einmal eine Frau, und er versteht sie wahrscheinlich überhaupt nicht. Es tut mir leid, flüsterte sie und ihre Lippen berührten die nasse, warme Haut, die durch den Schnitt seines Hemdes hervorschaute. Widerwillig ließ Tom los. Es muss dir nicht leid tun, tröstete er sie. Aber ich, ja. Egal wie du es herausgefunden hast,
Dein Vater hat wirklich ernsthafte Probleme. Es geht nicht nur darum, sagte Dina mit tränenerfüllter Stimme, ihre Schultern zitterten vor Schluchzen. Der Mann sah Dina überrascht an. Es geht nicht nur um den Laden, erklärte Dina, während sie ihr Stirnbild abnahm und sich den Schweiß aus dem Gesicht wischte. Es wäre ihm schwer gefallen, das Gefühl zu beschreiben, das ihn in seinem früheren Reich überkam, obwohl das Kinderzimmer seit seinem Umzug umgestaltet worden war. Er sah zu Tom auf. Wir sollten umkehren, sagte das Mädchen nervös und starrte mit gesenktem Kopf auf den Boden. Lina hat einen Schlüssel, außerdem machen wir nie vor vier auf. In Vila tobte die Hitze, aber Dina fand das Joggen hier viel angenehmer als in New York, wo sie in einer Halle unisono Runden drehte. Sie wissen, was ich meine. Dina warf ihm einen misstrauischen Blick zu. Wollen Sie nicht nur ein paar gute Tipps geben? Kein guter Rat, Dina. Du meinst nur wir beide. Hättest du lieber ein Klassentreffen? Es wäre also eine Art Treffen. Der Mann lächelte immer noch, aber seine Brauen zogen sich zusammen. Was bedeutet das, Dina? Natürlich, murmelte sie und versuchte, diese Einladung zu verarbeiten. Was haben Sie gegen ihn einzuwenden? Das Leben in New York ist auch voller Milch. Ich kenne deinen Vater, und ich weiß, dass er gerne zustimmen würde, wenn du deinen Abend mit jemand anderem verbringen möchtest. Darum geht es nicht. Dann was? Das ist nicht einmal der Grund. Sie konzentrierte sich für einen Moment darauf, zu rennen, in der Hoffnung, ihre Gedanken zu sammeln. Einerseits war er überrascht, dass sich Vilas ehemaliges Idol für Dina Jarvis, die ambitionierte Intellektuelle, interessierte. Andererseits ließ ihn die unbestreitbare Tatsache, dass Tom ihn fasziniert, nicht ruhen. Er kam nach Hause, um sich aus New York zu entspannen. Treffen Sie einen äußerst attraktiven, gut aussehenden. Sag mir nur eines. Keiner von Ihnen gefunden, gab Dina zu. Oh, ich verstehe. Ja. Wer hat hier über Gefühle gesprochen? Dina war es peinlich, dass sie zu viel über Tams Einladung erzählt hatte, aber sie wollte fast bleiben. Du sprichst vom Abendessen, und ich spreche davon, dass ich für eine Weile genug von Männern hatte. Ja. Dina lächelte. Ich hoffe, dass ich mich hier ausruhen kann, antwortete Dina. Also 4 Jahre, überlegte der Mann laut. Nein, wir waren nicht verheiratet. Es hat 4 Jahre gedauert, bis ihm klar wurde, dass er sie nicht heiraten wollte. Würde es Stunden dauern, es zu erklären? Tom joggte eine Weile schweigend. Dann kannst du nur froh sein, ihn losgeworden zu sein, hat er endlich gesprochen. Danke, bemerkte Dina sarkastisch. Das meinte ich gerade. Du hast recht, Tom. Tom sah sie an. Willst du noch mehr weinen? Nein. Ich weiß es nicht mehr genau, antwortete der Mann. Aber warum? Wir. Dein Knie. Mary Jane und ich haben uns in der Highschool kennengelernt, wir haben direkt nach den Abschlussprüfungen geheiratet. Und als du nicht mehr warst, da fing der Ärger an. Dina hatte noch nie jemanden so schön über ihre von ihr getrennt lebende Frau sprechen hören. In der Zwischenzeit erreichten sie die Stelle, an der das Mädchen den Lieferwagen des Ladens abgestellt hatte.
Soll ich dich nach Hause bringen? Der Mann schüttelte den Kopf. Ich würde lieber laufen. Dina beobachtete Tom. Ich glaube nicht, dass ich gehen werde, antwortete er etwas unsicher. Wenn du jetzt nicht Ja sagen kannst, dann sag vielleicht, bat Tom und umarmte kurz Dinas Schultern. Leider kann es nicht sein, sagte Dina jetzt bestimmt. Er kommt immer jeden Freitag zu mir, bemerkte Tom. Also gut. Dina und Roy kamen gegen 8 an. Roy hat in den letzten Jahren ein paar Kilo zugenommen. Das hätte sich sowieso keiner getraut, dafür hatte Tom schon gesorgt. Lina. Hey, weil Jarvis Stammgast ist. Er braucht es heute Nacht, antwortete Tom ohne weitere Erklärung. Obwohl Tom unermüdlich von einem Ende des Raums zum anderen eilte, Getränke mixte, Scheine in die Kasse stopfte und sich über die Witze der Gäste lustig machte, versuchte er, Dina und ihren Vater im Auge zu behalten. Roy Jarvis will noch einen Jim Beam, sagte Lina. Ja. Nein. Dieses Mädchen. Ich fand ihn auch ein bisschen jung. Ihre Tochter, erklärte Tom. Seine Tochter. Exakt. Er sieht überhaupt nicht aus wie Roy, sagte Lina, nahm dann ihr Tablett und bahnte sich einen Weg durch die Menge. Tom folgte ihr zum Jarvis-Tisch. Die Tannen. N besichtigte die Baustelle, lieferte Tom Ideen für Fliesen, Beleuchtung und die Beschaffung von Möbeln und nahm nie einen Cent dafür. Grace Jarvis ruhig, bestimmt N. Bei Graces Beerdigung geht Tom zu Roy. Weint Dina nicht. Dina schenkte ihrem Vater ihre volle Aufmerksamkeit. Als Tom zu ihnen zurückblickte, standen Dina und ihr Vater bereits auf und unterhielten sich mit Lina. Tom hörte sie und hatte das Bier bereits ausgetrunken, als Lina die Theke erreichte. Würden sie es kurz abnehmen, wenn sie die Herren bedient haben? Die Kellnerin nickte und brachte das Bier heraus. Können Sie für eine Minute kommen? Dina folgte ihm wortlos nach draußen. Wie geht es dir? Ihre Finger verschränkten sich und Dina sah zu Tom auf. Und dein Vater? Er wurde ein wenig gemobbt, aber ich denke, er ist erleichtert. Die Finger des Mädchens waren dünn, ihr Fell samt weich. Was machst du gerade? Seine kleinen Zuneigungen schienen sie nicht zu stören. Am Wochenende werden wir die Buchhaltung überprüfen, da wir bis Montag die Bilanz erstellen wollen. Das klingt sehr ermutigend, sagte Tom mit tröstender Stimme. Die Bank wird unsere Anfrage wahrscheinlich ablehnen, bemerkte das Mädchen traurig. Tom legte sanft seinen Zeigefinger unter ihr Kinn und drehte ihr Gesicht zu ihm. Egal wie beschäftigt du sein wirst, du musst trotzdem am Sonntag zu Abend essen, er erinnerte Dina an die Einladung. Ich werde wahrscheinlich meinen Appetit verlieren, wenn ich mich durch so viele ekelhafte Papiere kaue, versuchte das Mädchen zu scherzen. Die verschleierte Ablehnung machte Tom krank, aber er zeigte es nicht. Ich wünsche. Kapitel 4. Dina hatte keine Träume. Er hat vor dem Schlafengehen nicht einmal die Vorhänge geschlossen, die kühle Nachtluft. Das Licht störte ihn nicht. Er war immer noch wach, wälzte sich im Bett hin und her, und sein Gespräch mit seinem Vater ging ihm durch den Kopf. Zuerst dachte er, dass sie in diesem Lärm kaum über etwas Wichtiges sprechen könnten. Dina fühlte sich verantwortlich, aber Roy wollte zunächst nicht darauf eingehen.
Der Grund, warum ich Ihnen nichts über meine finanziellen Schwierigkeiten erzählt habe, ist, dass Sie Ihre eigenen Probleme haben, erklärte er. Was passiert ist, ist ebenso meine Schuld wie Ihre, protestierte Dina. Aufleuchten. Natürlich bin ich ausgeflippt, antwortete Dina heftig. Das ist alles meine Sache, Dina. Natürlich. Und was können Sie tun, um zu helfen? Eigentlich musste er seinem Vater recht geben. Geld hat ihn nie besonders interessiert. Er war traurig. Der Leiter der Kreditabteilung ist ein gewisser Eddie Garcia Ferritroy bei seinem zweiten Glas Whisky. Ihre Gläubiger können nichts dagegen tun, bemerkte Dina, die von der Nachricht über den Bankrott der Familie Imbrös erschüttert war. Ich gebe niemandem die Schuld, betonte Roy. Ich werde dich nicht enttäuschen, Papa. Fang nicht wieder an, mein Kind. Ich bin nicht dumm. Durch das offene Fenster kam das klagende Miauen einer Katze. Fühlen Sie sich frei, eine Weile hier in Vila zu bleiben. Er wird die Staatsanwaltschaft anrufen und mitteilen, dass er aus familiären Gründen eine Woche länger als geplant in Kalifornien bleiben muss. Außerdem wird Marielle zu Hause ihre Blumen gießen und ihren Briefkasten leeren. Mit Tom kann man sich gut unterhalten. Brennt Dina am Samstagmittag. Er verließ den Laden im blendenden Sonnenlicht. Einen Taschenrechner zu holen schien eine gute Ausrede zu sein, um den Laden zu verlassen, frische Luft zu schnappen, die Wärme der Sonne auf deinem Gesicht und deinen nackten Armen zu spüren. Hallo Dina. Dina lächelte. Was ist, wenn die Leute deinen Vater hören? Stolz wie jeder Vater, erklärte Dina und öffnete zögerlich die Tür für Fei. Nachdem Fei im Laden verschwunden war, eilte sie die Straße hinunter. Die Mieten in New York sind sprunghaft gewachsen, die. Dina hatte viel Arbeit. Und wie sieht ihr soziales Leben aus? Alles in allem war das, was Fei Hinkel sagte, überhaupt nicht albern. Etwas erfrischt ging Dina in den Schreibwarenladen, um den Taschenrechner zu kaufen. Die Sonne brannte heiß, die erbarmungslose Hitze, die sich so sehr von der schwülen Dampfhitze New Yorks unterschied, trocknete Dinas Haar aus, die Strähnen stachen wie Stacheln in ihre nackte Haut. Tom schien die Hitze nichts auszumachen. Dina erinnerte sich plötzlich, wie wunderbar es war, sich in Toms Arme zu schmiegen, zu spüren, dass sie sicher war und dass er sie vor allem beschützen würde. Tom ging zu einem Auto, das vor dem Juweliergeschäft wartete, drehte sich zu seinem Freund um und sagte etwas zu ihm. Wie anders hier als in New York. Aber er war jetzt nicht in New York. Hallo Tom. Der Mann drehte sich sofort um. Hallo Dina. Gut. Tom bedeutete ihr, zu ihm hinüberzugehen. Kennen Sie meinen Schwager? Dina dämmerte, dass Tom eine Schwester hatte. Schön dich kennenzulernen, sagte sie, als Mark seine Hand losließ. Ist die Dame vertrauenswürdig? Tom maß sie mit gespielter Gründlichkeit von Kopf bis Fuß ab. Mehr oder weniger. Vielleicht könnten wir dich nach deiner Meinung zu Schmuck fragen, antwortete Mark. Stimmt, stimmte Tom zu und wandte sich an Dina. Wie brillant. Das war vor der Inflation, scherzte Tom. Ohrringe sind teuer, bemerkte Mark. Das bist du, neckte Tom. Hatte Dina gerade viel Selbstbeherrschung im Schaufenster in der Nähe von Tom? Lass es eine Halskette sein,
erklärte Dina und trat etwas weiter von Tom weg. Linda hat kurze Haare, bemerkte Mark. Ich denke, du solltest auf Dina hören, sagte Tom. Gut, ja. Kaufen Sie die Kette und sagen Sie ihm, er soll sie nur zu Hause tragen. Mark grinste lustvoll, als er sich die Szene vorstellte. Ihr seid Monster, ihr Männer, unterbrach Dina, obwohl sie vermutete, dass es genau das war. Wie können wir die Überraschung verderben? Das ist eine gute Frage, dachte Dina. Mark riss sie aus ihren Gedanken. Ich muss wieder arbeiten, sagte der Schwager. Sag den Kindern, ich komme morgen vorbei. In Ordnung. Dina drehte sich zu Tom um, der sie mit durchdringenden Blicken ansah. Du bist also ein Onkel, bemerkte er fröhlich. Das ist richtig. Ich erinnere mich noch an deine Schwester, fügte Dina hastig hinzu, um das Gespräch auf etwas Unschuldigeres zu lenken. Warum? Ich kenne niemanden, der so lange verheiratet ist. Gut, ja. Ist Mark von hier? Nein. Dina schürzte die Lippen und hoffte, dass Tom ihre Verlegenheit nicht bemerkte. Ich bin nicht herumgeblieben, protestierte er, ich dachte nur. Es ist immer noch. Nein, danke, fauchte sie hastig. Tom sah Dina mitfühlend an. New York ist vielleicht größer als Wheeler, aber wenn du an die vielen Kriminellen und Straßenkriminellen denkst, von denen du dich jeden Tag fernhalten musst, gibt es nicht mehr viele Menschen, mit denen du befreundet sein möchtest. Okay, stimmte Dina zu. Tom rief sofort nach der schlanken Kellnerin mit Mohnhaar, die hinter der Theke stand. Hey, Selma, sieh mal, wer da ist, Dina Jarvis. Guten Tag, Tom. Nun, danke. Gut, so gut wie ein Mensch in meinem Alter sein kann. Ja, zwei, antwortete der Mann und führte Dina zu einem freien Tisch, der in der Tür stand. Vielleicht auch ein Eis. Hat er das wirklich gesagt? Tom hingegen war darüber amüsiert. Halt den Mund. Trinkst du es mit Zucker, Käfer? Ja, und ohne Milch, sie nickte. Ich mag deine Frisur, fuhr Selma mit einem prüfenden Blick fort. Nein, lachte Dina vor sich hin. Danke für den Kaffee, Selma, bemerkte Tom höflich, aber auch bestimmt. Gerne. Dina rührte den Zucker in ihrem Kaffee und lachte leise. Jetzt erinnerte ich mich wenigstens daran, warum ich vor Wheeler weggelaufen war. Tom nickte verstehend. Klar. Dina dachte an den Taschenrechner in ihrer Tasche und den Papierstapel im Büro ihres Vaters. Nein, platzte er schließlich heraus. Was hast du dir ausgedacht? Lieber nicht. Tom nickte. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht genug ist, korrigierte Dina. Wirklich. Sie sind in ganz anderen Verhältnissen aufgewachsen als wir. Durch und durch intellektuelle Goldjungen, bemerkte Tom. Nicht alle, Dina hat sie verteidigt. Sie sind also nicht wie wir, einfache Landleute, schloss Tom mit einem sarkastischen Lachen. Ich habe nicht gesagt, dass die Leute hier unhöflich sind. Tom hatte noch nie in seinem Leben davon gehört. Ach ja, der berühmte Künstler. Sie runzelte die Stirn. Es muss grandios klingen, aber ich versuche nur zu erklären, wie Menschen in Großstädten sind. Sie haben also viel voneinander gelernt. Das war so. Erzähl mir auch von deinen anderen Freunden.
Dina nahm einen Schluck von ihrem Kaffee. Ist Susan Ahlmann eine bekannte Filmschauspielerin? Wie hau? Nicht wirklich, bemerkte Dina. Das weiß ich, Tom nickte. Ich denke, es ist mehr als das. Tom sah sie fragend an, schluckte aber die Frage, die ihm schon auf der Zunge lag, eher herunter. Vorsichtig sein. Sag mir, Dina, was hat dich eigentlich in die Stadt geführt? Ich bin nur zu Besuch gekommen, antwortete sie unsicher. Und wie lange bleibst du? Für eine Weile. Ja. Danke, Selma, bemerkte Tom in einem unmissverständlichen Ton. Weiter als ursprünglich geplant. Werden Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Chef haben, wenn Sie länger hier bleiben? Bisher hat Dina nur einmal darum gebeten, ein paar Tage zu bleiben, als ihre Mutter starb. Ist mir egal, hörte Dina ihre eigene Stimme. Warum gibst du deinen Job in New York nicht auf? Warum versuchst du nicht, hier einen Job zu bekommen? Wirklich? Das Lächeln verschwand aus Tams Gesicht. Heute Morgen ab 9 Uhr sieht es wirklich so aus. Dina war überrascht von seinem plötzlichen Stimmungsumschwung. Vergiss es. Wenn Sie mich belasten würden, hätte ich Sie nicht gefragt. Ja. Darauf, sagen Sie es mir. Tom warf ihm einen weiteren zweifelnden Blick zu und zuckte dann mit den Schultern. Vor ungefähr einem Jahr kam ein schwer gekniffener Junge in die Bar. Dina schloss die Augen. Tom, der seine Ängste sofort verstand, nahm das Zittern in seine riesige Handfläche. Dem Jungen geht es gut, mir auch. Es tut mir leid, dass du so aufgebracht warst, flüsterte sie. Ich denke, es ist eine völlige Unmöglichkeit. Wer ist Ihr Anwalt? Siedlung. Aber du willst nicht verhandeln, vermutete Dina. Tom lachte herzlich. Hör zu, Tom. Wurde Ihnen schon einmal gesagt, wie schön Sie sind, wenn Sie so selbstbewusst handeln? So, um mit Tams Worten zu sprechen, war sein Auftritt nach eigener Einschätzung schon lange nicht mehr so /200b/200b selbstbewusst. Sie kämpfen, wenn ich du wäre, Tom, und ich würde dafür sorgen, dass ich gewinne. Kapitel 5. Tom war schon oft aufgefallen, wie hübsch Dina in den Jahren ihrer Abwesenheit geworden war. Und er fand diese Frau erschöpft, fast ausgebrannt. Sein Leben kostete ihn fast das Leben, aber er bereute es nicht, den Mut gehabt zu haben, es zu versuchen. Dina war jedoch nicht seine Anwältin. Damals tat Tom alles, um den Jungen und die Bar zu beschützen. Natürlich wäre es bequemer, einen Vergleich abzuschließen, als einen Rechtsstreit zu führen. Ich muss zurück in den Laden, sagte Dina. Läufst du heute Nachmittag, Dina? Sie schüttelte den Kopf. Ich bringe dich zurück in den Laden, bot Tom an. Ist Dina immer noch an der Bar, nachdem sie sich von Selma verabschiedet und das Café verlassen hat? Tom erinnerte sich nicht mehr an ihn. Als er sie gestern Abend zum Essen einladen wollte, tat er das eher aus Freundschaft. Trotzdem wollte er seine Einladung zum Abendessen nicht noch einmal wiederholen. Sie kamen bald im Baumarkt an. Es schadet nicht, wenn man manchmal etwas optimistisch ist, bemerkte der Mann vorsichtig. Was meinst du? Gut, ja. Dinas Gesichtsausdruck wurde weicher. Was ist das? Ein Vorwurf? Tom lachte. Nein, überhaupt nicht.
Dina. Dina wurde blass. Was ist los, Papa? Dina. Tom verstand nicht ganz, warum Fei Hinkels Besuch Roy so aufregte. Ich bin Fei begegnet, als sie ankam, bemerkte Dina. Er zieht aus Wila aus. Gehst du hier weg? Ja, eigentlich weiß ich nicht, ob ihre Entscheidung endgültig ist, oder? Tom warf Roy und Dina einen Blick zu. Mehr oder weniger. Dina starrte ihren Vater einen Moment lang an, bevor sie in lautes Gelächter ausbrach. Tom runzelte die Stirn. Was ist so lustig? Papa. Ich habe keine Ahnung, antwortete Roy verwirrt. Papa. Denkst du das wirklich? Er mag dich. Fei Hinkel. Natürlich. Roy dachte über die Worte seiner Tochter nach, schüttelte dann aber nur den Kopf. Du bist ein gutaussehender Witwer mittleren Alters, und Fei ist eine hübsche Witwe mittleren Alters. Der Mann hob protestierend die Hand. Roy dachte. Soll ich es dir beweisen? Nun, er hat mich ziemlich oft besucht. In Ordnung. Aber. Das ist es. Natürlich, weil es hilft, murmelte Roy. Extrem hilfreich. Fertig. Eifersüchtig. Tom erschien diese Annahme plausibel. Roy sah verwirrt aus. Ruf sie an und frag sie, ob sie mit dir zu Abend essen möchte, schlug Tom vor. In Ordnung. Dina lächelte Tom an. Es ist in Ordnung, es ist in Ordnung. Fei würde das niemals tun, meinte Dina. Tom sah auf seine Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war Roy bereits aus dem Büro zurückgekehrt. Ich habe Fei gefragt, ob sie heute Abend mit mir zum Essen kommen würde. Aber er kommt morgen Abend dazu. Das klingt vernünftig. Ich vermute, ich brauche auch 24 Stunden, murmelte Roy. Tom warf Dina einen Blick zu. Lassen Sie uns zunächst darüber sprechen, welche Art von Aftershave Sie verwenden sollten. Stern. Während Dina mit ihrem Taschenrechner die langen Zahlenkolonnen addierte und die Summe aufschrieb, dachte sie über ihr Verhalten Tom gegenüber nach. Ich sollte das alles nicht so ernst nehmen. Neben dem aktuell geringen Einkommen ist auch die Zahlung der Miete ein Problem. Wenn ein Mann wählen muss, ob er seine Schulden abbezahlen oder Lebensmittel kaufen möchte, wird er sich natürlich für Letzteres entscheiden, und jeder anständige Mann würde lieber eine schöne Frau zum Abendessen einladen, als die Gas- und Stromrechnungen zu bezahlen. Dina wollte ihrem Vater das Treffen mit Fei nicht verderben, auch wenn das Geschäft kurz vor dem Scheitern stand. Früher oder später muss man sich sowieso der unerbittlichen Realität stellen. Kapitel 6. Auch an Werktagen herrschte im Büro des Baumarkts Jarvis eine eher düstere Atmosphäre. Sein Vater bot ihm an, ihm bei der Erstellung der Bilanz zu helfen, aber Dina bestand darauf, dass Roy sich auf die abendliche Besprechung am Nachmittag vorbereitete. Also saß Dina allein im Büro und versuchte, die Schatten zu ignorieren, die das träge Sonnenlicht und das unheimliche Knarren der Dielen warf. Als das Telefon unerwartet klingelte, zuckte er zusammen. Seufzend nahm er den Hörer ab und sprach mit gespielter Sachlichkeit. Bitte schön, Papa. Sobald er es sagte, wusste er, dass nicht sein Vater am anderen Ende der Leitung war. Denn im Hintergrund waren Kinderquieken, Fernsehgeräusche und Gelächter zu hören. Er hat es nicht gefunden, Dina. Tom.
Der Mann beantwortete sofort die unausgesprochene Frage. Ich habe versucht, dich zu Hause anzurufen, aber dein Vater sagte, du wärst in den Laden gegangen. Dina lächelte, sehr erfreut über Tams Anruf. Er ist schrecklich nervös. Du bist dir deiner Sache sehr sicher, bemerkte Tom und rief entschuldigend zurück. Kümmere dich darum, Josh. Ja. Hilliard bot sofort eine Erklärung an. Ich dachte, da Sie heute allein sind, könnten Sie hierher zum Anwesen meines Schwagers in Princeton kommen. Dina antwortete nicht gleich. Als sie schwieg, fügte Tom hinzu. Das kann mich wirklich nicht anrufen. Danke für die Einladung, Tom, aber leider ist das nicht möglich. Und in seinem Herzen hätte er gerne ja gesagt. Gut ja. Dinas Finger schlossen sich fest um den Hörer, als könnte sie ihn halten. Ich habe eine bessere Idee, sagte er schnell, um Tom zu besänftigen. Sobald er es gesagt hatte, wurde ihm klar, dass eine solche Einladung viel riskanter war als. Klingt gut, schnappte der Mann sofort. Nicht nötig. Dann bringe ich etwas zu trinken mit. Stern. Tom wusste, dass Dina Olympia-Bier besonders mochte, also brachte er ihr einen Karton. Komm herein. Hey. Ich habe ein Eis am Stiel gemacht. Das Bier wird göttlich sein. Das Mädchen blickte dankbar auf Tams Geschenk. Nichts ist passiert. Dina biss sich auf die Lippe. Aber Hilliard störte das nicht. Kann ich Ihnen helfen? Du kannst den Tisch decken, erwiderte Dina etwas kühl. Stimmt etwas nicht, Dina? Ich bin nervös, gab sie zu. Tom freute sich über die Fastantwort. Nur nicht wegen mir. Ich, wie? Hörst du mich, nach all den Dummheiten, die du für ihn getan hast? Komm her und rieche es. Speichern Sie Ihre billigen Tricks für andere. Majestätisch. Dina versuchte ihr Verhalten zu erklären. Ich habe noch nie für einen so athletischen Fußballmeister gekocht, ich hatte keine Ahnung, wie viel so ein Wunderkäfer ist. Ich habe schon lange nicht mehr so /U200B/U200B viel gegessen wie zu meiner Zeit als Spitzensportler. Jedenfalls finde ich, dass du jetzt viel besser aussiehst als vorher. Ja, etwa 12 Kilo. Du bereust offensichtlich die gute alte Zeit nicht. Das Mädchen lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Tom zuckte mit den Schultern. Nein, ich bereue es nicht mehr. Dina zog sich zurück. Wenn der Bankkredit nicht wäre, könnte vielleicht alles repariert werden. Wirklich. Vom Einzelhandel habe ich leider keine Ahnung. Sollten Sie sie überverkaufen, weil Sie wertvollen Platz einnehmen und sie stattdessen schnell verkaufen können? Dina starrte ihn überrascht an. Woher wissen Sie solche Dinge? Hören Sie, ich bin ja auch Unternehmer. Ich weiß, dass es in einem Geschäft grundsätzlich darauf ankommt, dass die Ware passt. Sein Segen. Ich habe schließlich Betriebswirtschaftslehre studiert, bemerkte Tom. Wirklich. Der Mann nahm eine weitere Dosis Pop. Die Bankdarlehen. Ist die Bank bereit, den Kredit zu verlängern? Ich weiß nicht. Mit Edegarda. Was hast du gemacht? Darüber will ich nicht reden, sagte er ernst. John Thorpe hat nicht die geringste Ahnung von Jurisprudenz. Wie? Sie müssen sicherstellen, dass er keine Chance hat, den Prozess zu gewinnen,
und dass er nur sein Geld verschwendet. Ich möchte, dass Sie mein Anwalt sind. Sie scheinen vergessen zu haben, dass ich in New York lebe. Sie müssen im Urlaub sein, bemerkte der Mann und half Dina, den Tisch abzubauen. Aber ich muss bald zurück. Konnten Sie es nicht bekommen? Sie lächelte über Tams Sturheit. Sicherlich. Ich möchte, dass du mich vertrittst, wiederholte Tom. Sie wissen, dass das unmöglich ist. Machen wir einen Deal, Dina. Dina dachte über das Angebot nach. Ich weiß nicht, ob das ein fairer Deal ist, Tom. Ich glaube nicht, dass ein Gör wie John Thorpe diese verdammte Ehrlichkeit verdient hat, knurrte Tom. Ja, das sind wir. Das Mädchen sah ihn dankbar mit einem warmen Lächeln an und umarmte ihn instinktiv. Tom hielt sie einen Moment lang fest und küsste ihr Haar. Sie trinken einen Kaffee. Ja, willkommen. Er wurde jedoch durch das Stöhnen, das von der Tür kam, aus seinen Gedanken gerissen. Vielleicht war es eine Katze, bemerkte Tom und griff dann über Dinas Schulter. Zumindest weiß ich, dass ich nicht geträumt habe, sagte sie, und machte es von außen Klick. Zu früh. Was für eine Rede. Er packte Dinas Handgelenk, um zu verhindern, dass sie ihm erneut in die Rippen stieß. Woher weißt du das? Natürlich nicht, erwiderte Dina und befreite ihr Handgelenk. Sind Sie sich so sicher, dass M.A. Fei? Dina sah, dass er sie nur neckte. Fei Hinkel ist eine ehrliche und liebenswerte Frau, und mein Vater. Aufleuchten. Worüber reden wir, Tom? Ich rede von Sex, sagte der Mann mit ruhiger Stimme und nahm Dinas Hand. Ich über Freundschaft. Fleischlichkeit und Freundschaft können gut zusammenpassen, bemerkte er und fuhr mit seinem Daumen über Dinas Handgelenk. Mach dich nicht über mich lustig. Auf dich. Dieses Gespräch ging Dina auf die Nerven. Tom. Vielleicht geht es gar nicht um sie, sagte Tom leise und beugte sich zu Dina vor, sondern um uns. Bevor Dina ihre Absichten erkennen und sich wehren konnte, waren Tams Lippen auf ihren und seine starken Arme schlangen sich um sie. Darauf habe ich die ganze Nacht gewartet, gab Tom flüsternd zu, sein Mund berührte wieder Dinas Lippen. Dina blickte wie hypnotisiert in seine dunklen Augen. Auf keinen Fall werde ich eine Affäre mit Tom Hilliard haben, dachte sie. Er las die unausgesprochene Frage in Tams leuchtenden Augen. Er nahm Dinas Gesicht in seine Hände, zog ihren Kopf an sich und küsste sie erneut. Tom nutzte die Gelegenheit, um seine Zunge in ihren Mund zu schieben. Für einen verrückten Moment fühlte sich das Mädchen wie Wärme und Stärke an. Dies war jedoch ein unmöglicher Wunsch. Nein, Tom. Zögernd ließ er sie los. Dina trat einen Schritt zurück und warf die Kaffeetasse auf dem Tablett um. Es tut mir leid, stöhnte er mit rauer Stimme. Komm schon, nichts ist kaputt. Das meine ich nicht. Dina. Sie verstand, dass er nicht den verschütteten Kaffee meinte. Kurze Zeit. Nein, aber vielleicht küsst du mich wieder, dachte Dina besorgt. Das hat nichts mit dir zu tun, sagte sie. Ihrer Meinung nach denken sie ständig an die Zukunft. Dina fragte sich, ob er sie wieder verspottete. Tom zuckte mit den Schultern. Auch eine kurze Beziehung kann sehr schön sein. Allerdings bin ich so, dass ich mich entweder voll und ganz in eine Beziehung stürze,
oder gar nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich möchte keine Debatte über meine unangenehmen Erfahrungen eröffnen. Also gut. Dina vertraute ihm mehr als sich selbstständig. Mit Tassen in der Hand gingen sie ins Wohnzimmer. Sitzen Sie gut. Abgesehen von Dinas Herz, das jedes Mal wild pochte, wenn sie seinen angenehmen Duft einatmete, machte sie es sich bequem. Du hast mir nicht gesagt, welche Gesichtslotion du verwendest, sagte er mit scheinbar ruhiger Stimme. Glaubst du nicht, dass ich dir meine Verführungsgeheimnisse verrate? Ihre Verführungsgeheimnisse. Tom streichelte leicht ihren Arm. Ich habe nur Spaß gemacht, Dina, sagte er trocken. Wir haben uns darauf geeinigt, es nicht noch einmal zur Sprache zu bringen. Es geht nicht um ihn, es geht darum, warum du alles so verdammt ernst nimmst. Ich nehme gar nicht alles so ernst, protestierte sie. Vielleicht verstehe ich das nicht, dachte Tom laut, aber deiner Beschreibung nach ist New York City voll von langweiligen, trockenen Menschen, Hausbesetzern, Kriminellen und Müttern, die ihre Kinder verkaufen. Dina wollte sofort widersprechen. Ich habe Marielle gestern angerufen, informierte er Tom. Ja. Nein. Sie hat ihre zwei Kinder, die sie so sehr verwöhnen. Exakt. Chicago, murmelte der Mann. Ich glaube nicht, dass Marielle daran besonders interessiert ist. Und du wagst es immer noch, mich deinen Freund zu nennen. Müssen sie nicht die ganze Zeit? S.C.H. Dina dachte über die versteckte Kritik nach und nickte. Sie haben recht. Warum zieht dein Freund von New York weg? Hat ihr Mann ihr ein Wohnhaus in Chicago hinterlassen? Und du willst immer noch dort bleiben? New York ist mein Zuhause, bemerkte sie einfach. Das war Villa 17 Jahre lang auch, erinnerte ihn Tom. Dina starrte wortlos auf das Aquarell einer Ranch an der Wand, das ihre Mutter einst gemalt hatte. Ich bin sicher, du wirst neue Freunde finden, bemerkte Tom fröhlich. Dina musste lachen. Diesmal war das Klappern von der Tür nicht nur Einbildung. Papa. Hallo Tom. Stör mich nicht, Papa. Gut. / Dina wollte ihren Vater nicht mit Fragen bombardieren. Natürlich. Dina wartete, bis ihr Vater die Tür hinter ihr schloss. Nun, was sagst du, Tom? Tom nickte. In den Laden zu gehen ist nicht dasselbe wie abends zusammen irgendwohin zu gehen, bemerkte das Mädchen. Dein Vater ist nicht der aufdringliche Typ, Dina. Ja, seufzte Dina. Er sagte, es sei gut gelaufen, erinnerte Tom das Mädchen. Sie denken. Der Mann stand auf. Ich muss gehen, sagte er. Zuerst wollte Dina sie aus Höflichkeit verhaften, aber Tom hatte recht. Wie würdest du gerne an Tams Schulter weinen? Tom folgte nicht. Tom blieb vor dem Eingang stehen. In ein oder zwei Wochen wird es hier drinnen höllisch stinken, bemerkte er. Dina war froh, dass Tom ein so banales Thema gewählt hatte. Ich finde den Himmel gar nicht so ein Monster. Das sagst du nur, weil du es schon lange fühlst, erwiderte Tom. So ist das Leben, sagte Dina mit gespieltem Ernst. Tom sah ihr tief in die Augen. Ich muss morgen unbedingt joggen gehen. Gern geschehen, antwortete sie. Auch wenn es nachmittags heiß ist. Selbst.
Tom zögerte einen Moment. Wann bist du morgen zur Bank gegangen, um mit Edegarda zu sprechen? Vormittags, aber die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest. Er wird mit ihnen verhandeln, sagte der Mann optimistisch. Dina runzelte die Stirn. Ich muss zugeben, ich finde es nicht richtig, dass sie sich einmischen. Ich werde mich nicht einmischen. Sie lachte vor sich hin. Nun gut, Tom. Großartig. Kapitel 7. Dina trug dieselben Klamotten wie letzten Freitag, als Tom beim Joggen über ihre Füße stolperte. Einen übergroßen Baumwollpullover mit hochgekrempelten Ärmeln, Shorts, weiße Socken, Turnschuhe und ein Frottee-Stirnband. Hätte Tom sie gerne an diesem Ort geküsst und nicht nur hier. Tom startete den Motor und fuhr vor das Haus der Jarvis. Also bist du heute zur Bank gegangen? Sie nickte stumm und starrte aus dem Fenster von Tams Auto. Was hat ihr die gesagt? Backslash. Am Ortsrand bremste Tom ab, fuhr vorsichtig über die Gleise und hielt sein Fahrzeug dann am Fuß der Böschung am Rande des Gehwegs an. Natürlich geht es ihm schlecht, das ist schon lange nichts Neues mehr. Nein, aber hebt es dich nicht wirklich auf, wenn du diese Aussage aus dem Mund einer geldgierigen Hyäne hörst, die es auch im Griff hat? Tom lachte. Willst du dich aufwärmen, bevor wir gehen? Ob sie es glauben oder nicht, ich habe es schon zu Hause aufgewärmt, sagte Tom. Dina lächelte schief. Garcia hat immer noch gedroht, rechtliche Schritte gegen das Geschäft meines Vaters einzuleiten. Schrecklich blutrünstig, bemerkte Tom wehmütig. Mir und Papa kommt es auf jeden Fall so vor. Langsam mit dem Körper, Dina. Zweifelst du an dem Mädchen? Ich glaube, ich will auch, dass sie ihr Geld bekommen, gab Dina genervt zu. Tom lachte kurz auf. Okay, dann reden wir über die Realität, erlaubte der Mann. Dass mein Vater, wenn er den Kredit verlängern oder die Kreditkonditionen ändern will, zunächst seine Vorstellungen schriftlich einreichen muss. Ein Reorganisationsplan, bemerkte Tom. Dina sah ihn erstaunt an. Genau das hat Ede Garcia gesagt. Ja. Und hat er Ihnen gegenüber erwähnt, dass er uns um einen Sanierungsplan bitten wird? Ja. Was meinst du? Nein. Sind Sie sicher, dass Sie sich einen solchen Plan ausdenken können, um einen Baumarkt zu retten, Tom? Sie werden überrascht sein, wie ähnlich sich die beiden sind. Ich bin sicher, es gibt Menschen, die es schaffen, ohne Schulden davonzukommen. Das ist es sicher, gab Tom zu. Du meinst, du hast auf die Art der Unternehmensführung gehört? Ja, für Anfänger. Du warst noch nie ein dummer Junge, Tom, bemerkte Dina, und ihr Lächeln zeigte, dass der letzte ihrer Zweifel verschwunden war. Was dachtest du eigentlich, dass ich in der Schule war? Natürlich für einen Sportzempien, aber ich habe gemerkt, dass du kein Idiot bist. Dina blinzelte in die helle Nachmittagssonne. Tausend Dank, bemerkte der Mann mit gespielter Beleidigung. Ich weiß, antwortete Dina mit ernstem Gesicht. Laut ihnen war es nicht meine große Wahrnehmung, die mich geblendet hat, neckte Tom. Komm schon, Tom, wem ist das bei dir aufgefallen? So sah Dina sie also. Wer bist du? Der einzige Grund, warum ich ein guter Schüler war, dass ich weiterlernte. Also dachte Dina,
dass ihr alles in den Schoß fällt. Glaubst du, ich musste nicht einmal meinen kleinen Finger bewegen, um erfolgreich zu sein? Sie war überrascht. Wirklich. Außerdem, wenn wir miteinander reden, ich war auch ein Teenager. Dina fiel die Kinnlade herunter. Ich dachte immer, dass es auf der ganzen Welt nur einen Menschen gibt, der sich nie unsicher fühlt. Tom schnaubte verächtlich. Schau her, Dina. Nein. Natürlich. Wenn du mich um ein Date gebeten hättest, hätte ich dich nicht rausgeschmissen, bemerkte Dina. Nicht wahr? Das ist gerade passiert. Ich darf nicht mehr so /W200B/W200 attraktiv sein, oder? Du bist jetzt viel, viel attraktiver als damals, Tom. Der Mann starrte Dina neugierig an, die auf die Straße vor ihr starrte. Vielleicht wollte Tom wirklich nur ein Abenteuer, als er sie vor ein paar Tagen zum Essen einlud. In der Ferne ragte vor ihnen die alte Eiche auf, deren gebogene, knorrige Äste über die Straße reichten und an der Tom zu messen pflegte, wie sehr er seine Zeit verbessert hatte. Lasst uns kurz im Schatten ausblasen. Wir können uns ein wenig ausruhen, wenn Sie denken, Dina stimmte zu. Ich will nicht, dass du gehst. Tom selbst war überrascht, wie sehr er sich an ihre Anwesenheit gewöhnt hatte. Er wusste nicht genau, was er von Dina wollte. Er wird Dina nicht beschimpfen oder ihr ein schlechtes Gewissen machen, wenn sie geht. Dinas Protest wäre reine Heuchelei gewesen. Hast du schon in der Schule so gut geküsst? Strich, fast sein. M. Ja. Dina ballte ihre Faust, aber er parierte den Schlag mühelos. Meinst du nicht, wir sollten weiter joggen? Ein schwaches Lächeln erschien um die Mundwinkel des Mannes. Stoppen. Warum ist der Unterschied so groß? Sollte es sein, erwiderte Dina immer noch lächelnd. Wenn es dich so hochhebt. Wenn das der Fall ist, höre ich jetzt besser auf, warnte er sich. Reden wir stattdessen über ihren Gerichtsfall, schlug sie vor, um ihr Interesse zu wecken. Lieber nicht. Aber das ist wichtig. Das auch, erwiderte Tom, nahm Dinas Frotte wählend ab und küsste sie auf die Stirn. Dina begann unwillkürlich zu stöhnen. Ach Tom. Gut, murmelte der Mann. Nun, natürlich war es gut. Lassen Sie mich. Nicht. Tom zog seine Hand nicht weg. Es ist wirklich wie in der Schule. Hat Dina gespürt, was in dem Kommentar stand? Ich weiß nicht, sagte sie und versuchte verzweifelt, das sinnliche Zittern in ihrer Stimme zu kontrollieren. Sehen Sie, das glaube ich. Tom. Er ist nicht. Nüchternheit war schon immer eine meiner Tugenden. Ich bin mir nicht sicher, ob es so eine gute Funktion ist. Ach Tom. Tams Augen flatterten für einen Moment, aber sein Blick zeigte eine unveränderliche Zuneigung. Für eine Sekunde glaubte Dina, Schmerz in seinem Gesicht zu sehen. Weißt du, was du bist, Dina? Sag es niemandem. Sie können heuchlerisch sein, kommentierte der Mann mit einem Lächeln. Das stimmt, gab Dina zu. Tom lachte schlau. War er nicht ein paar Minuten vorher aufgeregt, dass sich vielleicht ein anderer Teil meines Körpers versteifen würde? Behalten Sie Ihre überhitzten Körperteile für sich. Das wäre egoistisch von mir, widersprach Tom, immer noch lachend.
Sie fingen wieder an, die Schienen entlang zu laufen. Dina fragte sich, ob einer der Einheimischen sie gesehen hatte. So gesehen ist das Leben in New York ungestörter. Einsam in einer Großstadt zu sein ist nicht dasselbe wie in einer Kleinstadt hinter dem Rücken eines Gottes zurückgezogen zu leben. Als Dina gegen 8.30 Uhr die Bar betrat, waren noch ungewöhnlich wenige Kunden da. Während des Abendessens sagte Roy, Fay Hinkle habe ihn gebeten, ihm beim Bewegen der Küchenstühle zu helfen. Er wollte heute Abend noch einmal mit Tom über den Rechtsstreit sprechen. Allein der Gedanke machte Dina wieder heiß. Der Mann stand mit dem Rücken zu ihr und nahm eine Bestandsaufnahme des Schnapses vor. Guten Abend. Guten Abend. Ach nein. Ja, danke schön. Hey Tom. Dina fragte sich, ob Lina Murray und Zelma aus dem Café Freundinnen waren oder ob die Kellnerinnen einfach Neugierde gemeinsam hatten. Tom wollte vielleicht keine ernsthafte Beziehung zu Dina aufbauen, aber der Blinde konnte sehen, dass er sich über ihren Besuch freute. Hallo Dina. Dina ging zum Abzweig und setzte sich auf einen Hochstuhl. Gib es mir einfach und ich mache es für dich. Was wolltest du damit sagen? Tom füllte Dinas Bier. Du weißt, dass ich an dir interessiert bin. Sind sie auch an andere weibliche Gäste gewöhnt? Tom schien von seiner Frage amüsiert zu sein. Nein, antwortete er. Ja, bemerkte Dina und nahm einen großen Schluck Bier. Ja, oder so. Ich weiß, es ist nicht eines deiner Lieblingsfächer, Tom, aber willst du wirklich, dass ich dir helfe? Ja, darüber würde ich mich freuen, schnauzte der Mann. Was für Idioten. Tom zog sich zurück. Wenn sie unbedingt ihr Geld für diesen Jungen verschwenden wollen, der einen Prozess führen will, kann ich sie kaum zum Nachdenken bringen. Wenn sie nachweisen können, wie gut ihre Chancen stehen, den Prozess zu gewinnen, werden sie sofort begünstigt. Tom durchsuchte stirnrunzelnd sein Gedächtnis. Es ist jetzt über ein Jahr her, Dina. Und was ist mit den Kellnerinnen? Erinnerst du dich an den Gerichtsfall, von dem ich dir erzählt habe? Lina nickte. Hast du gesehen, was in dieser Nacht passiert ist? Ich glaube, ich hatte an diesem Abend Dienst frei. / Allerdings war Rosa Hugormann hier, sagte Lina mit einem seltsamen Akzent. Wer ist Rosalle Gormann? Er hat eine Weile für mich gearbeitet, antwortete der Mann ein wenig mürrisch. Vielleicht könnten Sie ihn bitten, zu Wieler zu kommen. War er bei Rosalie? Könnten Sie ihn anrufen, schlug sie vor, und ihm anbieten, einen Ersatzeid für ihn vorzubereiten. / In diesem Fall sollten Sie persönlich zu Lake Tahoe gehen und ihm das Dokument zur Unterschrift einfach unter die Nase halten. Mindestens 4 Stunden bis Lake Tahoe. Dina zuckte mit den Schultern. Dann übernachtest du auch dort. Tolle Idee, Dina. Kapitel 8. Ich weiß wirklich nicht, warum du es mitgebracht hast. Tom beobachtete angespannt die Straße. Seit Tom entschieden hatte, dass er Lake nach Tahoe begleiten musste, zu seiner ehemaligen Kellnerin, versuchte Dina immer wieder, einen Vorwand zu finden, um rauszukommen, aber ohne Erfolg. Nicht, dass er Tom nicht einen guten Rat geben wollte. Wird der Eid, sobald er geleistet ist, ersetzt. Allerdings hatte sie Angst,
dass sie alleine mit ihm nach Lake Tahoe reisen müsste. In den letzten Tagen hatte Dina jede erdenkliche Ausrede gefunden, um nicht mit ihm reisen zu müssen. Die Hotels in Lake Tahoe sind sehr teuer, stellte Dina in einem letzten verzweifelten Versuch fest. Du hast recht, Hotels sind teuer. Bei dir. Ich habe ein kleines Wochenendhaus in Lake Tahoe. Dies beruhigte Dina jedoch überhaupt nicht. Wichtig ist nach Tams Argumentation aber nicht, ob sie die Nacht zusammen verbringen oder nicht, sondern ob sie ihm vertraut. Ich kann dich nicht anfassen, selbst wenn du willst. Also ist Dina mit ihm gegangen und jetzt hatte er dieses Messer neben sich im Auto liegen. Tom strich sich windzerzauste Haare aus den Augen und kehrte zu Dinas früherem Kommentar zurück. Du begleitest Lake nach Tahoe, um Rosalie zur Aussage zu bewegen, was vor Gericht wichtig sein könnte, wenn es zu einem Prozess kommt. Ich weiß, antwortete Dina lustlos. Für den Anlass oder einmal. Ich habe keine Ahnung, was ich Rosalie fragen soll, fuhr er sachlich fort. Das ist alles schön und gut, murmelte Dina. Aber dagegen, dass du die Nacht bei mir verbringst, warf Tom ein. Wie kommst du darauf, dass ich nichts ahne? Wenn du solche Angst vor mir hast, können wir dir sogar irgendwo ein Hotel besorgen. Ich habe keine Angst vor dir, Tom. Sogar meine unzähligen Eroberungen. Was ist daran so lustig? Das Lächeln verschwand aus Tams Gesicht. Deshalb habe ich das Haus nicht gekauft, sagte er mit ruhiger Stimme. Dina sah ihn nachdenklich an. Der Mann hielt den Blick auf die Straße gerichtet. Ich habe es gekauft, kurz nachdem ich Mary Jane getroffen habe. Tams Haltung zugunsten von Homosexualität hätte Dina wirklich beruhigen können, aber ihre Nervosität ließ nicht nach. Und warum haben Sie sich für Lake Tahoe entschieden? Warum hätte ich mich nicht für Lake Tahoe entscheiden können? Fahren Sie noch Ski? Tom schnaubte verächtlich. Dinas Blick wanderte über seinen Körper bis zu seinen Füßen. Wenn jemand joggen kann, kann er doch auch Ski fahren, oder nicht? Das kann ich sicherlich, gab der Mann zu. Warum nicht? Dina. Ich habe es einmal versucht. Sagte Tom amüsiert. Möchten Sie es nicht wenigstens einmal versuchen? Was soll ich mir beweisen? Tom sprach nicht mehr in diesem angriffslustigen und abweisenden Ton über sein verletztes Knie, den er zuvor verwendet hatte. Warum verkaufst du dann nicht das Haus? Warum sollte ich verkaufen? Macht sie das Wissen, dass sie nicht mehr Skifahren können, nicht traurig, wenn sie dort sind? Es hat mich eine Zeit lang wirklich traurig gemacht, aber jetzt nicht mehr. Wie zum Beispiel. Tom warf ihr einen abschirmenden Blick zu. Du meinst außerhalb des Liebesspiels. Haben Sie unten Ihre Bedürfnisse aufgelistet? Nein. Die Straße führte langsam aus dem Sacramento Valley heraus und stieg allmählich zu den Sierra Mountains an. Als Dina sich um sie herum ausbreitet. Vielleicht hat Tom gelernt, mit dem auszukommen, was ihm gegeben wird. Tom sah immer noch weg, anscheinend nicht bewusst, dass Dina ihn aus dem Augenwinkel aufmerksam beobachtete. Es gefiel ihm jetzt noch mehr als damals. Das traurige Ende. Stern. Tom sprach selten zwischen den Bergen liegend. Mary Jane war nicht so begeistert von dem Haus wie. Bist du oben?
Wer eine Bierstube betreibt, muss immer freundlich sein, über Witze lachen und sich unter die Gäste mischen. Sein Sommerhaus war seine Zuflucht. Zuerst erwähnte er sein Wochenendhaus gegenüber Dina überhaupt nicht. Ist Tom über die holprige Straße gestolpert, die an Hütten vorbei in den Wald führte. Dina sprang sofort aus dem Auto und inspizierte die Struktur mit alpinem Muster. Nun, Tom. Der Mann war besorgt. Toll. Tom zeigte es ihm. Das Mädchen wartete eine Weile und kehrte mit gekämmten Haaren und frisch geschminkten Lippen zurück. Ich bin bereit, verkündete er fröhlich. Auch Tom zog sich kurz ins Badezimmer zurück. Ich möchte dir etwas anbieten, bevor wir gehen, Dina. Gar nicht. Ein bisschen seltsame Kreatur, sagte Tom zögernd. Was meinst du? Der Mann versuchte, seine Gedanken zu sammeln, als sie ins Auto stiegen. Also gab er einen kurzen Bericht darüber, was zwischen ihm und Rosalie passiert war. Zu Tams Überraschung nahm Dina seine Ankündigung ganz gelassen hin. Dina war eindeutig in ihrem Element, wenn es um die Arbeit ging. Sie überquerten die unsichtbare Linie, die Kalifornien von Nevada trennt, und bogen bald auf den Parkplatz eines der größten und ältesten Hotels in Lake Tahoe ein. Ich muss dir etwas gestehen, flüsterte Dina, nachdem sie aus dem Auto gestiegen waren, und legte ihre Hand auf seinen Arm. Tom fand die Berührung ihrer zarten Finger äußerst angenehm. Was? Ich war noch nie in einem Casino. Nun, dann öffne deine Augen gut. Stern. Dina war sichtlich beeindruckt von dem riesigen, prächtigen Spielzimmer. Tom beobachtete ehrfürchtig, wie Dina von all dem geblendet war. Überrascht dich das? Das ist immer noch nichts im Vergleich zu Casinos in Las Vegas. Wenn das hier nicht das Leben ist, dann werde ich Las Vegas auf jeden Fall meiden, antwortete Dina lachend. Auf der Suche nach Rosalie bahnte sich Tom seinen Weg durch die Tische und bahnte sich seinen Weg zu einem Mann am Ende des Raums, der in Smoking und hockhaargeknöpftem Hemd neben einem Blackjack-Tisch thronte. Er sieht so herrisch aus. Auch neben den Würfel- und Kartentischen waren viele Leute. Selbst jetzt sah sie so entzückend aus wie damals, als sie für ihn gearbeitet hatte. Es gibt. Dina starrte sie ein paar Sekunden lang an. Rosalie sammelte die auf dem Tisch verbliebenen Chips ein. Es ist seltsam, dass wir uns hier treffen, kommentierte er herzlich. Hallo Rosalie. Rosalie mischte die Karte mit geübten Bewegungen. Willst du einsteigen? Nicht wirklich. Einen Gefallen. Ich bin Anwalt und M.A. Hilliards Berater in einem Gerichtsverfahren, antwortete Dina mit ruhiger Stimme. In einem Gerichtsverfahren. Bevor Tom ihn beruhigen konnte, kam der Mann im Smoking auf sie zu. Gibt es ein Problem? Ja, vielleicht, schnappte Dina hastig und führte den Raum sofort gekonnt vom Tisch weg. Tom beobachtete, wie ruhig Dina es ihm erklärte. Nachdem sie eine Weile gewartet hatte, winkte Dina ihm zu. Setzen Sie sich bitte, sagte er höflich. Tom sah Dina erstaunt an. Was hast du zu ihm gesagt? Sie lächelte geheimnisvoll. Dass wir eine schriftliche Aussage von Rosalie brauchen, und wenn wir sie nicht bekommen, müssen wir sie vorladen. Eine Klage. Sie müssen das, was ich gesagt habe, nicht wörtlich nehmen. Mit solchen schlauen Zügen wirst du vor Gericht sicher gewinnen. Manchmal,
gab Dina zu, als sie zur Tür blickte. Rosalie stand in der Tür und starrte Tom an. Du siehst gut aus, Rosalie. Oh, wach nur auf. Tom versuchte, seinen Ärger herunterzuschlucken. Hör auf, Rosalie. Warum? Was bevorzugst du? Das ist nicht wahr. Am besten beruhigen wir uns alle zuerst, schlug Dina beschwichtigend vor. Tom lehnte am Türrahmen und hörte den beiden Frauen zu. Erinnern Sie sich noch an die Nacht, in der das alles geschah? Natürlich erinnere ich mich. Hast du einen Drink bestellt? Was ist das? Sie haben also nicht nach Ihren Papieren gefragt. Nein. Dina drehte sich schnell zu Tom um und er nickte zustimmend. Ist Tom verletzt? Wer ist er? Dina machte sich Notizen. Könnten Sie das sogar unter Eid beweisen? Das ist die reine Wahrheit. In Ordnung. Tom stand immer noch in der Tür. Er war Rosalie dankbar dafür, dass sie trotz seines Grals die Wahrheit über das gesagt hatte, was letzten Juli passiert war. Anscheinend ist es ihm nur insofern gelungen, Dinas Vertrauen zu gewinnen, als er bereit ist, die Nacht mit ihr unter einem Dach zu verbringen, weil er weiß, dass sie ihn nicht drängen wird. In Ordnung. Genau das ist passiert, antwortete Rosalie. Großartig. Gar nicht. Vielen Dank, bemerkte Tom mit einem Lächeln. Gern geschehen, murmelte Rosalie und lächelte leicht gezwungen. In Ordnung. Rosalie wechselte ein paar Worte mit ihrem Boss, dann ging sie zurück zum Blackjack-Tisch. Sie stiegen ins Auto und er ließ den Motor an. Es war ganz einfach, nicht wahr? Rosalie ist extrem hilfreich. Sie war bereit, gab Dina mit geschürztem Mund zu. Der Mann fuhr vom Parkplatz zu einem Lebensmittelgeschäft. Er mag mich nicht sehr, gab er zu. Das ist eine Untertreibung. Hör zu. Ich habe damit nichts zu tun, protestierte sie, aber ihr Gesicht verriet alles. Tom wollte es schütteln. Möchtest du, dass ich dich sofort zurück nach Vila bringe? Dina überließ ihm die Entscheidung. Backslash. Ich will dir wirklich nicht böse sein, sagte sie so leise, dass Tom nicht sicher war, ob er sie richtig verstanden hatte. Aber als sie Dina in die Augen sah, wusste sie, dass sie nicht falsch gehört hatte. Er nahm Dinas Hand, die auf dem Aktenschrank ruhte, in seine Handfläche. Er sieht verdammt gut aus, bemerkte Dina in einem beinahe eifersüchtigen Ton. Rosalie und ich waren für eine Weile aneinander interessiert. Bitte ersparen Sie mir die Details. Tom spürte, wie sich Dinas Hand in seiner Handfläche zur Faust ballte. Rosalie sagte immer wieder, dass ich einst das Idol der Stadt war. Dina sah den Mann interessiert an und schien ihm jedes Wort zu glauben. Ich kann es nicht ertragen, wenn jemand herumspringt, denn vor 15 Jahren galt ich als großer Mann, fuhr Tom fort. Der Mann seufzte. Du bist also raus, schloss Dina. Ja. Sie könnten seine Gefühle verletzt haben. Tom lachte bitter. Sieht aus, als hättest du es geschafft zu überleben. Ihm auch, sagte der Mann mit Nachdruck. Du hättest mir das alles vorher sagen sollen, schimpfte das Mädchen mit Tom. Ich weiß, gab der Mann zu. Ich wäre auch dann gekommen. Sie haben die Aufgabe trotzdem sehr gut gemeistert, lobte der Mann. Ja,
Dina hat sich wirklich groß verhalten. Die Vernehmung von Zeugen war schon immer meine Stärke. Tom hätte gerne seine anderen großartigen Eigenschaften aufgelistet, damit er ihn umarmen, küssen und ihm für jede einzelne danken könnte. Komm, lass uns etwas zum Abendessen holen. Kapitel 9. Das Abendessen wurde auf der Terrasse eingenommen. Roastbeef, frischer Salat und Rotwein. Dina half beim Kochen, aber Tom bereitete das meiste Essen zu. Vielleicht verhält sich Tom so beiläufig, weil er sich nicht wirklich für mich interessiert, dachte Dina. Seit Tom es Rosalie erzählt hat. Glücklicherweise konnte er dieses Gefühl schnell überwinden und seine Fassung sofort wieder erlangen. Er war wütend auf Tom. Er versuchte sein Bestes, Tom nicht wissen zu lassen, wie sehr ihn die bloße Andeutung, dass er vielleicht eine Affäre mit Rosalie hatte, ausflippte. Tom erzählte mir, wie er seine Zeit in Lake Tahoe verbrachte. Als die Sonne hinter den Bergen versank, warfen die Bäume immer längere Schatten auf die Terrasse, und Dina begann zu zittern. Vom Balkon aus ist der See am schönsten, bemerkte Tom. Dina ging ins Schlafzimmer und hätte sich fast den Zeh angestoßen, weil der Abstand zwischen den schrägen Wänden und dem breiten Bett so eng war. Dina machte die klare Abendluft nichts aus. Schau dir nur den Mond an. Wunderbar, stimmte Dina zu und zog sich zurück, um neben ihr Platz zu machen. Auch Tom legte seine Ellbogen auf das Geländer. Hier in den Bergen habe ich den Mond noch nie so gesehen, bemerkte er. Im Moment sind sie genau so, wie sie sein sollten, sagte Dina spitz. Ja, der Mann nickte. Sie wagte nicht, ihn anzusehen. Ich weiß, fuhr der Mann fort, ich habe versprochen, sie in Ruhe zu lassen. Tom. Ich will dich. Er streichelte ihre Hand mit seinem Daumen und betonte mit dieser Geste seine Sehnsucht. Ich will dich nicht hier einlegen, Dina, schwor er. Die Art, wie er es sagte, hatte etwas Unwiderstehliches. Er zwang sie, ihm in die Augen zu sehen. Tom hob Dinas Hand und küsste ihre Handfläche. Die Worte des Mannes hallten in Dina wieder Backslash. Ja. Tom küsste sie auf die Stirn und lächelte. Der Mann strich mit der Spitze seines Zeigefingers sanft über den Ausschnitt von Dinas Bluse, während er ihre nackte Haut berührte. Jetzt kannst du mich mit Recht einen lüsternen alten Burschen nennen, bemerkte er lächelnd. Ich glaube nicht, dass du so alt bist. Sind sie nur lüstern? Du bist nur einmal ein richtiger Mann, korrigierte Dina. Er konnte in Tams Augen sehen, dass er sich amüsierte. So habe ich das wirklich nicht geplant, sagte er ernst. Ich weiß. Wenn ich vorausgeplant hätte, hätte ich mich darauf vorbereitet. Dina brauchte eine Minute, um zu begreifen, was er damit meinte. Ich verteidige mich, gab Dina etwas verwirrt zu. Tams Zunge drang eifrig in ihren Mund ein, spielte mit ihrer, glitt über ihre Zähne und die Innenseite ihres Mundes. Oh, Dina, wie verlockend du bist. Sie zog Dina aus ihrer Bluse, knöpfte ihren Rock auf und ließ ihn von der glitschigen Seide des Overalls gleiten. Tragen alle New Yorker Anwälte so wunderbare Unterwäsche? Soweit ich weiß, tun Männer das nicht. Tom strich sanft mit seinen Händen über ihre Brüste, die Rundung ihrer Taille und die Rundung ihrer Hüften. Wen interessieren Männer? Murmelte er und drückte sie dann so fest an sich,
dass Dina seine Erregung durch ihre Hose spüren konnte. Die Art, wie er diese Worte sagte, machte Dina genauso an wie seine Hand, die über ihre Haut fuhr. Sie hatte das Gefühl, dass Tams nächste Berührung sie völlig den Verstand verlieren und sich ihm sofort hingeben würde. Dina stellte sich seine Figur einmal beim Joggen vor, als sein Trikot vom Laufen an seiner verschwitzten Haut klebte. Ist der Mann Dinas Blick bis zu ihrem Bauchnabel gefolgt? Schrecklich, nicht wahr? Dem Gesichtsausdruck des Mannes entnahm Dina, dass er Angst hatte, dass der Anblick seines verletzten Beins seine Leidenschaft dämpfen würde. Nein. Es ist möglich, gab Tom zögernd zu. Ich bin froh, dass es dir passiert ist, kommentierte Dina. Es schien, dass Tom dieser Kommentar gefiel. Wie konnte ich das nicht selbst erkennen? Dina musste bei der Idee lachen. Was hast du eigentlich gedacht, als es passierte? Der Mann streichelte Dinas Haare, Schultern und Rücken und sagte ihr, dass er in diesem Moment nicht an seine Verletzung und ihre Folgen denke, sondern an das Ergebnis des Spiels und den verpassten Sieg. Aber dann war mir sofort klar, dass meine Karriere vorbei ist. Tams Stimme klang wieder ruhig. Lieb mich. Der Mann brauchte keine Ermutigung. Dinas Körper reagierte heftig auf seine Liebkosung, was Tams Erregung nur noch verstärkte. Der Mann hob schließlich seinen Kopf von ihrer Brust, aber nur, um die andere zu küssen. Oh, Dina. Nein. Er hob seinen Kopf, um ihr in die Augen zu sehen, nicht sicher, was sie damit meinte. Das Mädchen strich sanft mit ihren Händen über Tams starke Schultern, Arme, Rippen und schließlich über seinen Bauch. Tom starrte auf ihre Bewegungen. Weißt du, was du tust? Ich werde dich in den Wahnsinn treiben, erwiderte sie genauso leise. Exakt. Ich denke, das hast du bereits, stammelte Dina, hob ihre Hüfte in seine Hand und machte ihr wortlos ihren Wunsch kund. Nach einer quälend langen Minute erreichten Tams Finger endlich ihr Ziel. Das Mädchen konnte nicht mehr denken, nur fühlen und wünschen. Ja. Mit einer langsamen, aber festen Bewegung kam er Dinas Bitte nach. Wo hob der Mann seine Hüften? Wo drückte er tiefer? Es ist so schön, bei dir zu sein, flüsterte er und beschleunigte seine Bewegungen. Dina hätte ihm gerne geantwortet, aber sie schnappte nach Luft und drückte plötzlich ihre Lippen auf seine Schulter, um ihren Schrei zu unterdrücken. Sie lagen minutenlang still da, die Beine übereinander geschlagen, die Herzen wild pochend. Bleiben. Sie sagten lange kein Wort. Leider, da Tom nicht fragte, ob ich sie liebte, war Dina plötzlich von der Erkenntnis überwältigt. Er fuhr mit seinen Händen durch Dinas seidig braune Locken. Vergebens hatte Tom nur geflüstert: Bleib bei mir, Dina. Kapitel 10. Das bekannte Morgen danach ruft oft etwas seltsame Gefühle hervor. Tom fühlte sich mit Dina wunderbar lebendig und stark. Er sah Dina vorsichtig über den Rand seiner Kaffeetasse hinweg an. Die Art und Weise, wie sie Tams guten Morgenkuss entgegennahm, machte jedoch deutlich, dass sie nicht in der Stimmung dafür war. Tom stellte seine Tasse mit einer festen Geste auf den Tisch. Aber das konnte er nicht. Wenn eine Frau ihn jemals um so etwas gebeten hätte, hätte er sie dafür getötet, egal wie sehr er sie liebte. Möchtest du noch einen Kaffee? Nein, danke.
Tom lehnte sich auf die Theke und sah Dina an. Was werden Sie anstelle des Eids tun? Sobald wir wieder in Eli sind, werde ich es abtippen, eine Fotokopie an Rosalie schicken und dann John Zorb die unterschriebenen Exemplare zukommen lassen. Bis dahin wirst du wahrscheinlich wieder in New York sein, bemerkte Tom und fragte sich, ob seine Stimme mürrisch klang. Dina starrte den Mann an, antwortete aber nicht auf den Kommentar. Das ist es also, murmelte Tom. Ist einmal genug. Schnüffelt Tom wieder. Ich hole meinen Koffer, antwortete Dina und ging nach oben. Tom starrte ihm nach. Nö. Bald war alles gepackt. Stern. Als Tom Dina um 1 Uhr beim Haus ihres Vaters absetzte, fand sie Roy nicht zu Hause vor. Ich arbeite heute Abend, bemerkte der Mann mit einem gezwungenen Lächeln. Ich werde sehen, antwortete Dina unsicher. Tom rührte sich einen Moment lang nicht, küsste sie dann auf die Wange und humpelte zurück zum Auto. Im Schlafzimmer, gleich neben dem Hochzeitsfoto ihrer Eltern, wartete die Nachricht ihres Vaters auf sie: Ich bin im Laden. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Liebe Dina, verzeihen Sie, dass ich Ihren Brief erst jetzt beantworte. Aber inzwischen habe ich viel durchgemacht. Meine Mutter hat mich besucht. Ich habe einen Schwarzmagierkurs besucht. Ich wäre fast mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Fragen Sie mich erst gar nicht, was passiert ist. Ist mir sowieso egal und das Beste habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Ich habe geheiratet. Dina lachte leise. Dina stieß einen tiefen Seufzer aus und plötzlich stiegen ihr Tränen in die Augen. Tom wollte nur eine Nacht mit mir, dachte sie. Dina steckte den Brief zurück in den Umschlag. Sie vergießt keine Tränen mehr wegen ihm, diese Wunde ist bereits verheilt. Er duschte mit heißem Wasser, zog sich an, hockte sich auf die Schwelle der Haustür und starrte ins Leere. Oder er könnte Tom aus dem Weg gehen, seinen Plan für den Eisenwarenladen überarbeiten, mit Edegarda über die Schuldentilgung verhandeln, und wenn alles gut ging, könnte er am Wochenende in New York sein. Dina kauerte traurig auf den Stufen der Haustür, verschränkte die Arme auf den Knien und starrte auf das getrocknete Gras und die Früchte, die vom Obstbaum des Nachbarn hingen. Hat der Himmel gleichzeitig deine Nase getroffen? Dieser Zyklus ist erstaunlich. Einer in deiner Nähe. Nun, wie war Lake in Tahoe? Wie war es? Wir haben die Aussage von Tams ehemaligem Server erhalten. Du hast den Job gemacht, sagte Roy stolz. Die beiläufige Bemerkung ihres Vaters verletzte Dina. Wirklich? Dina nickte. Hat Fei dir gestern Abend etwas gekocht? Ja. Nein, danke. Nichts. Nun, wer ist bei ihm? Roy hörte auf zu essen. Nur. Ja. Irgendetwas stimmt nicht zwischen uns. Und wir? Ich weiß nicht, Schätzchen. O Papa. Es muss dir nicht leid tun, versicherte Roy. Liebe lässt sich nicht im Voraus planen, murmelte Dina. Weißt du, da war dieser gewisse Funke zwischen mir und deiner Mutter. Kann ich dein Auto nehmen? Roy schien vom plötzlichen Reisefieber seiner Tochter überrascht, gab ihr aber sofort die Autoschlüssel. Wo gehst du hin? Ich möchte meine Chance nicht verpassen, antwortete Dina. Unterwegs hielt sie den Fan kurz auf der Bank an, um darüber nachzudenken,
Dina Jarvis, stellvertretende Staatsanwältin von Manhattan, bereitet sich darauf vor, an einer Bar anzuhalten, sich um den Hals des Besitzers zu werfen und ihn zu fragen, ob er Lust dazu hat, wenn man ihm nicht nur eine Nacht seines Lebens widmet. Sie war bereit, alles, wovon sie jemals geträumt hatte, für einen Mann aufzugeben, der sie nur um eine Nacht bat, der ihr nie über Liebe sprach, ihr nie etwas versprach. Andererseits lebte sie 4 Jahre mit jemandem zusammen, der immer von Liebe sprach, können Sie sich etwas vorstellen? Und würdest du wirklich so viel aufgeben, wenn du in deine Heimatstadt zurückkehrst? Tatsächlich ist sein Stolz das Einzige, was er aufgibt. Dina ließ den Motor wieder an und fuhr entschlossen zur Bar. Stern. 4 junge Männer spielten am Billardtisch. Guten Abend, Dina. Ich möchte mit Tom sprechen, antwortete Dina. Ja. Dina wartete neben der Nebenleitung. Tom erschien ohne zu warten mit Lina im Korridor. Hallo Dina. Was hat dich getroffen? Hallo. Tom wischte sich die Hände an einem Handtuch ab und musterte das Mädchen forschend. Wenn Sie mich brauchen, lassen Sie es mich wissen. Wie geht es dir? Dies ist offiziell der, fast Beichtstuhl. Tom dachte über ihre Worte nach. Wir wollen also offen miteinander reden. Hoffentlich. Tom zog amüsiert den Mund weg. Erschrecken Sie Ihre Zeugen immer so? Bitte, keine Witze. Ich werde nicht lachen, versprach Tom und sah erwartungsvoll zu. Dina holte tief Luft. Ich liebe dich, stöhnte er schließlich. Dina. Nein, nicht unterbrechen. Dina griff erschöpft nach ihrem Glas und nahm einen großen Schluck. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Dina war dankbar, dass Tom nicht grinste. Sie sagten, sie wollten zurück nach Wieler. Zu meinem Vater, bis ich etwas anderes für mich finde. Hätte ihr Vater etwas dagegen, dass sie wieder bei ihm einziehen? Was will Tom schlagen? Strich, ehrlich gesagt denke ich, dass er sehr zufrieden damit sein wird. Ich auch, gab der Mann zu. Für 2. Ich denke, jedes Kind braucht ein separates Zimmer. Der Mann war Dina 10 Schritte voraus. Tom, du hast bereits eine Scheidung hinter dir, stellte er nüchtern fest. Ich weiß sehr gut, wovon ich spreche. Stimmt. Du hast es auf 2 Schultern gelegt, Tom hatte Mitleid mit sich selbst ständig. Dina drückte seine Hand. Es tut nicht weh, wenn Sie wissen, fuhr der Mann fort, es passiert mir nicht jeden Tag, dass eine Frau. Übrigens, ich wette, ich bin nicht der Erste. Aber du wirst die Erste sein, die ich nicht vernichte, antwortete der Mann sanft und hob Dinas Hand an ihre Lippen. War das Mädchen von Tams Stimme überrascht. Ich liebe dich, Tom. Ah, natürlich. Ja, ich habe es gespürt, antwortete Dina und erwiderte Tams Kuss. Du bist eine seltsame Kreatur, flüsterte er, als sich ihre Lippen trafen. Ende.